fuck! Es ist windy as fuck, wie ihr vielleicht mitbekommt, aber wir gehen jetzt mal Brands neues Bike testen. Und so, there we go. Fresh new bike. And we are about heading for a bike loop now. It's fucking cold. It's okay, it's not that cold, but it's like windy as fuck. Off-road enduro. Der Wind hat ja alle Bäume umgeworfen, deswegen können wir hier nicht fahren. Again. Es wird nicht besser. All the three, not only it's a single track, man. So Leute, gleicher Ort, anderer Tag. Ich muss hier etwas schummeln. Der GoPro-Akku war das letzte Mal am Limit und ich konnte nicht mehr weiter filmen. Aber das ist ungefähr genau die Stelle, wo ich das letzte Mal gestoppt habe. Und ich zeige euch jetzt, wie der Trail hier weitergeht, weil das ist eigentlich der beste Part von der ganzen Runde jetzt. So, und weiter geht's. Seht euch mal diesen geilen Ausblick an! If you took a hand, but you will hold, feel like I'm about to press, howling inside, staring at the ceiling, picture never captured, kisses more than like ice cream, heart taken.
So Leute, wenn dein Bike plötzlich gefühlte 80 Kilo wiegt. Es hat gestern die ganze Nacht geschüttet und auch den ganzen Tag. Und tja, das war weniger klug. Ach du Scheiße. Das ist wie Lehm. Das ist so schwer. Schaut wie ich. Und es klebt vor allem so. Ach du Scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Das Schlimme ist, es bleibt jeder Dreck jetzt in meinen Reifen hängen. Ach du Scheiße. Es geht nicht ab. Uphill Challenge. So nice. Oh mein Gott. Leute, wie geil hier der Ausblick über Marseille. Ganz hinten das Meer. Heute Wetter ist Bombe, es hat 10 Grad plus, ich bin viel zu warm angezogen. Tja, ich hatte jetzt etwas mit diesem Lehm hier zu kämpfen. Mein Bike sieht noch immer so aus. Unglaublich. Aber das ist einfach nur geil. So, ich bin fast schon wieder zu Hause. Mein Bike ist noch immer lehmig, aber vergleichsweise ja annähernd schon fast sauber. Ja, ich genieße einfach hier gerade das mega Wetter. Ich bin so froh, nach den letzten Tagen war es nämlich echt eigentlich richtig kalt. Und wie schon gesagt, viel Regen, aber umso geiler ist das hier gerade. Und im Zuge dessen bedanke ich mich auch gleich mal wieder fürs Zusehen bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. So, ich werde jetzt nicht das zweite Mal den Fehler begehen, auf diesem lehmigen Boden unterfahren. Fragt sich trotzdem, wohin? Jawohl.